Ist die Kamera an? Ja, es ist schon an. Was geht Zukunft? Ich bin Berkay, das ist Vanessa. Wir sind im Jahre 2023 in Hameln. Hallo liebe Klasse, wir fangen jetzt direkt mit dem Unterricht an. Und zwar habe ich ein wichtiges Thema zu besprechen. Und zwar heute in unserem Fach Alte Kultur reden wir wie in der alten Kultur, so wie früher, wie man sich früher verständigt hat. Wie ihr wisst, wird heutzutage euch bei der Geburt direkt ein Chip in den Kopf eingepflanzt, damit ihr eure Eltern anrufen könnt, Videos mit euren Augen aufnehmen könnt, etc. und noch viel mehr. Und was ihr wissen müsst, ist, dass es nicht immer so war. Früher hatten wir zum Beispiel Geräte, und zwar Handapparate, sogenannte Handys. Das ist ein iPhone, das haben wir früher benutzt, um unsere Eltern anzurufen, um Bilder zu machen. Ja, wir gucken uns dies später noch einmal an im alten Technologieraum. Da seht ihr mich später noch, ich bin heute den ganzen Tag da. Also wer noch heute Fragen über den Tag kann, komm, ich arbeite da heute noch ein bisschen. Und zwar, was ich sagen will damit ist, dass sich die Welt über die letzten 50 Jahre drastisch verändert hat. Früher hat man Fußball gespielt, das wurde jetzt abgeschafft. Jetzt wird FIFA in den Weltmeisterschaften gespielt. Die Stunde ist vorbei, was ich sagen will, alles wird digitalisiert. Wenn ihr irgendwas braucht, ich bin im alten Technikraum. Wir sehen uns. Ja, ich glaube, ich muss mal meine Mutter anrufen. Hallo Mama, ich habe dich auf Lautsprecher. Hallo. Ich habe eine Frage. Kann Romy nach der Schule zu uns kommen? Nee, ihr könnt auch genauso gut draußen sein. Aber wieso? Es regnet doch draußen gerade. Also als ich kleiner war, so in eurem Alter, habe ich draußen gespielt. Ich habe die Natur genossen. Ihr könnt das auch mal machen. Aber wir haben doch gar keine Natur mehr. Ja, aber ihr könnt ja gucken, was ihr draußen macht, weil es geht mir auf den Keks, dass ihr so die ganze Zeit drin seid. Okay, tschüss. Tschüss. Tut mir leid, meine Kollegen, dass ich kurz weg war, aber ich muss meiner Tochter erklären, dass man auch außerhalb dieser scheiß digitalen Welt was unternehmen kann. Ich fühle mich wie ein Höhlenmensch. Wirklich, ich verstehe echt Mamas Problem nicht. Es ist regnerisch und es ist so kalt und wir müssen draußen sein und frieren. Nur weil sie denkt, dass wir Höhlenmenschen sind, das stimmt doch gar nicht. Ich fühle mich wie in den 20er Jahren. Oh, was ist das da? Zu erkennen, was das ist? Nein, das ist voll komisch, das habe ich noch nie gesehen. Lass das mal unserem Geschichtslehrer geben, dann können wir gucken, was das ist. Ja, das ist eine gute Idee. Hätte meine Mutter mir nicht meine Apple-Brille weggenommen, könnten wir das einfach einscannen und dann wissen wir, was das ist. Dann können wir schon Geschichtslehrer geben. Ja. Wenn das nicht meine Lieblingsschüler sind, was bringt euch denn zu mir? Eure Mathearbeiten wohl nicht, ich habe deine Note gesehen. Wir haben hier was gefunden und wussten nicht genau, was das war. Vielleicht können Sie das... Oh! Das sieht aus wie ein USB-Stick. Diese hat man früher verwendet, um darauf Daten zu speichern. Ich glaube, ich habe da hinten noch ein paar Sachen, womit man die verwenden kann. Ich gucke mal kurz nach. Gib mir eine Sekunde. Wartet kurz einen Moment, zack, und... Jetzt können wir es gleich sehen. Ist die Kamera an? Ja, es ist schon an. Was geht Zukunft? Ich bin Berkay, das ist Vanessa. Wir sind im Jahre 2023 in Hameln. Das ist unser Lieblingsort, Bürgergarten. Wir haben ein wunderschönes Wetter heute. Ja, und ich zeig mal hier so. Hier habt ihr euren USB-Stick wieder. Wo habt ihr den eigentlich gefunden? Wir haben den alten Park gefunden. Ha, im alten Park? Genau dort wurde es doch gedreht. Bevor euer neuer Bürgermeister sich für diese ganzen neuen Hotels etc. entschieden hat, für diese ganzen neuen digitalen Sachen, haben wir so gelebt. Da hatten wir einen schönen Park, konnten dort früher mit auch Haustieren chillen. Wir hatten echte Haustiere, wir hatten keine... Wie, was habt ihr da? Ihr habt in euren Augen Telefons, wie ihr Haustiere füttert? Wir hatten das damals in echt. Vielleicht lernt ihr daraus was, vielleicht gefällt es euch ja. Ich glaube, dass Herr Trisco noch echt recht hat und die Natur früher besser war. Ich meine, aber woher sollten wir das wissen? Ich meine, okay, dass meine Mutter möchte, dass wir rausgehen, aber es ist jetzt einfach alles so anders und es hat sich alles so verändert über die Zeit. Ja, wir müssen, glaube ich, echt was verändern. Ja.